an meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu dem Video. Es geht heute um das erste Update zum Projekt oder zu den 5 Produkten in einem Monat. Wie viel habe ich aufgebraucht, wie viel habe ich verwendet? Und es ist echt etwas ernüchternd, denn es ist nicht viel, was ich verbraucht habe. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die alten Produkte, die ich im Monat September praktisch verwendet habe. Und da habe ich unter anderem hier vom P2 den Lippenstift gehabt aus der Fabulous Beauty Gala Edition. Das war ja diese wunderschöne Farbe, die halt leider auch sehr, sehr dunkel ist, weswegen man die jetzt nicht immer tragen kann, finde ich jetzt. Und ja, hier habe ich aufgebraucht 0,1 Gramm. Ich glaube, ich habe den ein- oder zweimal maximal verwendet. Dann kommen wir auch schon zur Face-Palette. Auch die habe ich nicht so oft verwendet, wie ich sie gerne hätte verwenden wollen, weil einfach ein neues Schätzchen eingezogen ist. Und ja, es ist diese Face-Palette hier von W7. Ich finde die richtig gut, also dabei bleibe ich auch. Das ist ein richtig schönes Teilchen. Hat halt einen schönen Bronzer, einen schönen Highlighter, ist richtig schön. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und hier habe ich aufgebraucht 0,3 Gramm. Dann kommen wir auch schon zur Konturpalette und da bin ich echt ein bisschen erschrocken, denn hier habe ich nur 0,1 Gramm aufgebraucht, obwohl ich die wirklich ein paar Mal verwendet habe. Und man sieht hier auch schon schöne Kuhle drinne und ja, aber es scheint auch sehr, sehr ergiebig zu sein. Deswegen anscheinend auch nur 0,1 Gramm. Von dem nächsten Schätzchen hier, von dem Pigment, was ich auch nicht so oft verwendet habe, wie ich gerne gewollt hätte, das sieht so aus hier drin, habe ich laut Anzeige nichts verwendet. Also man braucht auch wirklich nicht viel von dem und ich gebe ja auch nicht aufs ganze Lid, sondern nur als Highlight praktisch obendrauf. Und wahrscheinlich braucht man dafür eine noch feinere Waage, weil hier haben wir aufgebraucht 0 Gramm. Und das nächste Produkt ist der Concealer hier. Der ist vom Becker, der Under Eye Concealer. Das ist dieser hier. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Habe ich in letzter Zeit doch auch gut verwendet, finde ich. Hier sind raus 0,4 Gramm. Also ich habe den ja vorher schon oft verwendet. Und ja, 0,4 Gramm. Ist sehr, sehr ergiebig, das Produkt. Ich habe aber auch im letzten Monat den neuen Concealer von Make-up Revolution ein paar Mal verwendet und dann trage ich den hier nicht unten drunter auf, sonst wird es einfach zu viel. Also entweder ich verwende den Concealer, dann die Foundation drüber oder halt einen anderen Concealer und deswegen hier die 0,4 Gramm. Und das letzte Produkt von MAC, der Lippenstift aus der Caro Dauer Limited Edition, das ist dieser hier. Und hier habe ich aufgebraucht 0,1 Gramm. Den habe ich auch nicht so häufig getragen. Ich habe in letzter Zeit gerne Lipgloss getragen oder auch einen neuen von Lavera, den ich momentan sehr, sehr gerne mag. Und ja, alles in allem doch sehr kleine Zahlen, wie ich finde. Und ja, aber wir schauen mal, wie es nächsten Monat wird. Vielleicht halte ich mich mehr dran. Ich habe die Produkte auch schon ausgelost. Und zwar haben wir hier einmal von Catrice das Fresh It Up, den Primer, den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist auch schon gut leer. Hier wiegt die Packung noch 26,5 Gramm. Dann haben wir hier von Alverde die Lip Cream, die hatte ich mal in einer Box drin. Das ist die 20 Luminous Coral. Das ist dieser Farbton hier. Ein sehr, sehr schöner Farbton, macht sich auf den Lippen ganz gut. Ist ein schöner Alltagston, kann man auf jeden Fall gut tragen. Der hat übrigens noch 35,0 Gramm. Dann haben wir von Art Deco den hier, die Eyeshadow Base. Hier sind wir bei 13,48 Gramm. Und ja, schauen wir mal,
wie viel wir davon abbrauchen. Dann habe ich einen, da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, dass ich den wahrscheinlich nicht so häufig tragen werde. Und zwar ist es von Misslin einer, der war letztes Jahr in einem Adventskalender drin. Das ist so ein Shiny Lip Color, die Nummer 12. Und der sieht so aus. Und ich swatche euch den auch mal. Also der ist halt wirklich orange, also eigentlich eher eine Sommerfarbe, wie ich finde. Aber mal schauen, vielleicht trage ich ihn. Ich denke aber wahrscheinlich greife ich eher nicht dazu. Und ein Produkt, was ich heute auch schon trage, ist von BH der Liquid Eyeliner in Black. Das ist der hier. Der hat noch 8,2 Gramm, ist aber auch schon ziemlich am Leergehen, habe ich heute festgestellt. Also von dem werde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel für den Monat haben. Ja, das sind jetzt alles die Produkte, die ich für den Monat Oktober gezogen habe. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie die Produkte so sind und ob ich sie auch wirklich den ganzen Monat verwenden werde. Wie gesagt, bei dem Misslin bin ich mir schon ziemlich sicher, dass ich den wahrscheinlich nicht oft auftragen werde. Und ja, aber mal schauen. Und ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!